Bicycle. Einmal um die Welt. In 365 Tagen. Felix Stark erfüllt sich einen Traum. Let me take you far away. 22 Länder, 18.000 Kilometer mit dem Fahrrad. Es wird die Reise seines Lebens. Am Anfang steht ein großer Traum. Von einem Jungen aus dem kleinen Ort Herxheim in Rheinland-Pfalz. Der Traum von der Weltreise war schon immer da. Und dann dachte ich, jetzt oder nie. Ich habe keine Verpflichtungen, keine Hypothek abzubezahlen, keine Familie zu ernähren. Und dann dachte ich, ich muss jetzt los und die Chance nutzen. Zusammen mit seinem Freund Finn will Felix die Welt umradeln. Wie genau die Route gehen soll, ist ihnen beim Start noch gar nicht klar. Im Juni 2013 geht es los. Eigentlich hatten sie auf diesen Tag hingefiebert. Ja, der Abschied war tatsächlich einer der härtesten Tage meines Lebens. Also bis heute immer noch. Die Wochen vor Abreise war man immer ganz cool, ne? Also klar, ich gehe auf eine Weltreise, ist doch der Traum von jedem. Was wollt ihr denn? Warum soll ich nervös sein? Und morgens wacht man dann auf, war den Tag vorher noch mit den Freunden was trinken. Und auf einmal merkt man, okay, das ist der letzte Kaffee gerade und das ist die letzte Umarmung und jetzt fahre ich los. Und dann rollen die Tränen bei mir, bei den Freunden, bei jedem. Man denkt immer, man sei ein harter Hund, aber dann kommt man mal ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und merkt, dass man gar nicht so hart ist. Felix und Finn starten in Richtung Osten. Der Balkan soll ihr erstes Ziel sein. Doch schon am ersten Tag wird klar, mit der Gepäcklast schaffen sie es nicht mal bis nach Bayern. Ich hatte ja, ich glaube, mit Rad 60 Kilo Lasch, die ich vorwärts bewegen musste mit meiner eigenen Muskelkraft. Vieles davon war unnötig, das merkt man aber nach 3 Tagen. Und dann schickt man schon mal 10 Kilo nach Hause. Völlig untrainiert geht Felix auf die Reise und spürt am Anfang jeden Kilometer in den Beinen. Die ersten Tage laufen schleppend, doch zum Glück gibt es Ablenkung. Ich wurde wirklich täglich eingeladen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ging am ersten Tag los mit Gabriele, 30 Kilometer von unserem Heimatort entfernt. Sie hat uns vor einem Supermarkt entdeckt, hat dann gesagt, wo kommt ihr her, was wollt ihr machen, erzählt eure Geschichte, sprecht überhaupt meine Sprache. Da habe ich mich totgelacht. Ich habe gesagt, natürlich, ich komme vom Nachbarort, wir können ruhig Pfälzisch reden. Wir wollen um die Welt fahren, hat sie gesagt, jetzt kommt mal mit, ich mache euch Spaghetti, wenn ihr morgen noch Lust habt, können wir weiterreden. Und Gabriele, eine sehr spirituelle Frau, an die 80, nimmt uns auf, weckt uns morgens um 6.30 Uhr, um den Regen wegzutanzen. So, jetzt geht's runter. Ja, so weit. Am Boden. Ist auch. Da fragt man sich schon, was macht man jetzt hier eigentlich? Aber trotzdem schön natürlich. Schon wieder auf meine Schuhe. Felix freut sich über neue Bekanntschaften. Finn will lieber Kilometer machen. Es geht langsamer als erwartet. Fast 3 Wochen brauchen sie bis nach Wien. Ja! Letzter Ort in Österreich, Wolfstal. Noch 4 Kilometer. Dann haben wir das dritte Land. Slowakei, Bratislava. Auf geht's, ole ole. Auf einmal fährt man 5 Kilometer aus Wien raus. Oder knapp 20 sind es, glaube ich, oder 30. Und steht auf einmal in der Slowakei und die Menschen sprechen deine Sprache nicht mehr. Du verstehst die Speisekarte im Restaurant nicht mehr. Und die Straßen werden einfach spürbar schlechter. Also überall Schlaglöcher, es gibt keine Radwege. Und du musst wirklich immer mit der Straßenkarte navigieren. Also dass da schön, wie hier in Deutschland steht, Budapest noch 300 Kilometer, das gibt's da nicht in Osteuropa. Und da hat einfach das Abenteuer dann begonnen. Das Abenteuer währt nur kurz. Felix und Finn fädeln sich auf dem Donauradweg ein, einer der meistbefahrenen Radfernwege Europas. Mit einer Gesamtlänge von immerhin über 2.800 Kilometern. Raus aus Bratislava, ab nach Budapest. Der superschöne Donauradweg. Immer die gleiche Scheißlandschaft. Wasser, Bäume, Trockenheit. Und ein Radweg. Wie gefällt dir so der Donauradweg? Ja, es ist sehr trist.
grenzt an langweilig bis saufad. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, wie hässlich der Donauradweg ist? Ich muss es öfter sagen. Aber mei, der Weg ist das Ziel. Weiter geht's. Der Donauradweg, ja, das ist ganz nett. Die ersten 12 Stunden. 50 Kilometer weiter. Nichts hat sich verändert. Und dann will ich einfach nur noch weg. Einziger Vorteil, es ist flach. Aber Abenteuer, Fehlanzeige. Finn hat mal wieder einen 14. Gang drauf und denkt, wir sind auf dem Radrennen. Ich ziehe krank einen Kilometer vor mir, ich kann ihn gerade noch so sehen. Ich habe ihm immer gesagt, Finn, hör zu, ich schaffe 30 Kilometer am ersten Tag und 32 am zweiten Tag. Und wenn ich irgendwann mal 100 schaffe, wird das die Höchstgrenze bleiben. Ich schaffe nicht mehr. Ich will reisen, ich will Kulturen kennenlernen und Menschen. Schaffst du eine 50 heute? Was? 50. Was ist mit 50? Schaffst du noch 50 Kilometer? Wo schaffe ich 50 Kilometer? Wann machen wir das? Nein, 50 nicht. Finn wollte 200 Kilometer am Tag fahren. Und das kann ich ja ihm auch gar nicht übel nehmen. Das Einzige, was da ein bisschen doof war, ist die Kommunikation. Er hätte es mir sagen sollen vor der Reise. Dann wären wir nie zusammen losgefahren. Erste Spannungen zwischen den Freunden. Dabei sind sie noch nicht einmal einen Monat unterwegs. Haben jetzt hier unsere Zelte aufgeschlagen. Wir hoffen mal, dass wir nicht erwischt werden. Wenn es irgendwie möglich war, bin ich für 8 Euro auf dem Campingplatz. Das hat Finn auch wieder nicht so gepasst. Der wollte wild zelten, der wollte das Abenteuer. Aber ich fand es schon Abenteuer genug, das Zelt überhaupt mal aufzubauen. Also das war für mich schon Abenteuer genug. Und abends den Campingkocher anzubekommen, war auch schon ein Abenteuer. In den ersten Wochen diskutieren die beiden Weltreisenden regelmäßig, ob sie nicht aufgeben sollten. Wollen sie das wirklich noch weitere 11 Monate durchziehen? Ja, Finn und ich haben täglich Ausreden gefunden, nach Hause zu kommen. Weil natürlich ist man auch in der Verantwortung. Ne? Man sagt, ich bin jetzt ein Jahr unterwegs, ihr seht mich ein Jahr nicht mehr. Und nach 2 Tagen haben wir gesagt, komm, jetzt fahr nach Hause. Ich weiß nicht, wie groß das Gelächter gewesen wäre. Ich habe sehr enge Freunde, einen sehr guten Freundeskreis, die beste Familie, die man sich vorstellen kann. Aber ich glaube, den einen oder anderen Spruch am Biertisch muss man sich da auch mal gefallen lassen. Das wollten wir nicht. Von dem her habe ich gesagt, wir müssen das durchziehen. Wir waren unter Zugzwang. Das war eine wahnsinnige Drucksituation auch, die man da hatte. Von dem her haben wir uns täglich Ausreden einfallen lassen. Ey, Finn, brech dir dein Bein, lass die Räder klauen oder lass uns die Räder verkaufen und sagen, wir haben sie geklaut bekommen. Die beiden reißen sich zusammen. Der drohende Spott von Freunden und Verwandten wirkt Wunder. Nach einem Monat rollen sie durch Budapest und wenige Tage später ist die Grenze zu Serbien erreicht. Dumm nur, nachdem sie sich alle möglichen Ausreden ausgedacht haben, ist Felix nun tatsächlich krank geworden. Mir geht's beschissen. Seit 2 Tagen Fieber, Gliederschmerzen, Angina, ich huste. Einfach nur krank. Erstmals ist die Reise der beiden Freunde ernsthaft in Gefahr. Mit jedem Tag geht es Felix schlechter, bis er schließlich gar nicht mehr im Sattel sitzen kann. Wir haben es probiert, 500 Meter von Novi Sad nach Belgrad zu fahren. Aber nach 500 Metern war klar, es geht nicht. Felix war einfach zu kaputt, es geht auf die Lunge und haben uns jetzt entschlossen, den Zug zu setzen. Die beiden entschließen sich, ihre Reise zu unterbrechen. Fahrräder und Gepäck bleiben in Belgrad. Sie fliegen nach Deutschland zurück. Keiner weiß, wie es weitergeht. Ich habe ganz bewusst mein Rad dort gelassen in Belgrad, habe alles dort gelassen, außer meinen Reisepass, habe nichts mit nach Hause genommen. Und da war nach 7, 8 Tagen einfach klar, ich muss jetzt zurück. Und dann gucke ich mal, fahre ich weiter oder ändere ich die Route oder lass mal gucken. Und in Belgrad dann angekommen, sagt Finn, für ihn geht's nach Hause und für mich dann einfach ins Ungewisse. Alleine setzt Felix seine Fahrt fort. Er muss seine Pläne ändern. Russland hat ihm kein Visum erteilt, also rollt er Richtung Griechenland. Ich war nie der Typ, der alleine reisen kann, bin ich bis heute auch nicht. Also ich bin immer froh, wenn mich jemand begleitet hat. Und das Problem dabei ist einfach, oder das Gute am Alleinereisen ist, dass man in der Muss-Situation ist. Das heißt, man muss auf Leute zugehen oder man bleibt einsam. Felix lässt sich jetzt mehr Zeit, um Menschen kennenzulernen und um sein eigenes Tempo zu finden.
Nach den quälend langen Tagestouren der ersten Wochen macht es hier erstmals wieder Spaß, mit dem Rad unterwegs zu sein. Das ist der geilste Grenzübergang im Moment. Der zweite allein, aber irgendwie, er war nie geplant, Griechenland war nie geplant. Und noch 70 Kilometer, dann habe ich mehr. Doch die Einsamkeit macht Felix auf Dauer zu schaffen. Er telefoniert mit den Eltern. Und der Vater entschließt sich zu einer spontanen Hilfsaktion. Der Vater hat dann gesagt, ich komme jetzt nach Thessaloniki, Griechenland, und begleite dich, um dir zu zeigen, das ist eigentlich dein Traum. Und das hat er mir dann in 10 Tagen auch aufgedrängt. Der hat gesagt, du machst weiter, du kommst nicht nach Hause, auf gar keinen Fall. Und dann hat man auch gemerkt, hey, so fühlt sich Freiheit an, so fühlt sich die Reise an, ich kann das teilen. Und das war auf jeden Fall wichtig, glaube ich. Der Vater überzeugt Felix, durchzuhalten. Und die Beziehung von Sohn und Vater bekommt noch mal eine ganz andere Dimension. Man rückt vielleicht noch ein bisschen enger zusammen, weil man einfach auf 1,10 Liegefläche klarkommen muss im Zelt. Und wenn der Papa dann schnarcht, ist das vielleicht störend, aber irgendwie denkt man auch, cool, dass er da ist. Er ist jetzt, glaube ich, knapp 60 und hat mir gezeigt, wie fit er ist. Ich bin nicht nachgekommen, er hat mir Windschatten gespendet. Und das ist natürlich dann auch ein Vorbild, zu sagen, vielleicht will ich auch so fit sein mit 60. Es war einfach sehr entspanntes Reisen, was wir da fabriziert haben. Also, wir wussten, wir trinken am Tag unsere 2-3 Kaffees, unsere Cappuccinos, wir essen unser Süßteil. Wir gehen mittags in ein nettes lokales Restaurant und kochen uns abends unsere Ravioli oder holen uns Bohnen vom lokalen Händler. Und von dem her war das einfach so eine Routine, die wir uns angeeignet haben. Einfach, ja, hang loose, mach mal dein Ding. Und der Dad mit seinen 60, der hat mir da gezeigt, wie der Hase läuft. Und das war, ja, schön, weil dann weiß man es einfach. Sie setzen die Tour fort Richtung Osten. Gut 2 Monate ist Felix Stark nun schon auf dem Rad unterwegs. Rund 2500 Kilometer liegen hinter ihm. Fast schon ein Wunder, dass das Material so lange mitspielt. Wir wollten abkürzen, sind über eine unbefestigte Straße gefahren. Beide Reifen platt. Vorne, hinten. Bei mir, vorne, hinten. Bei Paps. Nicht nur ein Loch, 15 in jedem. Nach 2 Stunden Arbeit kann es weitergehen. Die Türkei ist ihr nächstes Ziel. Der Vater will noch bis Istanbul mitkommen. Heute ist Grenzüberschreitungstag. Ja, ab in die Türkei. Nach den langen, ruhigen Fahrten auf dem Lande, nun ins Gewusel der Millionenstadt. Auf einer 7-spurigen Autobahn so eine Metropole wie Istanbul zu befahren, das ist verrückt, das kann man sich nicht vorstellen. Die Autos fahren mit 130, 140, 150 an dir vorbei. Teilweise streifen dich die Autospiegel. Und dann ist man einfach froh, wenn man am Hostel ankam und gesagt hat, jetzt trinken wir mal ein Bier, dass wir noch da sind. Ein erster großer Abschnitt der Reise ist geschafft. Wie soll es jetzt weitergehen? Ja, das Radfahren an sich war mir ja immer super unwichtig und ist mir bis heute. Es war einfach nur Mittel zum Zweck. Und er dachte, ich muss jetzt in den Flieger steigen oder ich gehe nach Hause. Ne? Der Papa musste nach Hause den Rasen mähen und bewässern. Da habe ich gesagt, gut, ich muss gucken, was ich mache. Felix entscheidet sich für einen großen Sprung mit dem Flieger. Es geht in Thailands Hauptstadt Bangkok. Um seine Weltreise mit dem Rad zu finanzieren, hat Felix alles von Wert verkauft. Mit 9.000 Euro muss er auskommen. Seine Asienreise will er noch einmal zu zweit versuchen. Und dann war die Option mit Anselm, ein
Follower, der mich über Social Media verfolgt hat, der gesagt hat, ich will kommen, lass mich mit. Die Option war einfach wahnsinnig attraktiv, zu sagen, ich probiere es nochmal mit jemandem. Mal sehen, wie lange er mitfährt, er will durchziehen. Ich freue mich, die Chemie passt und ja, schauen wir mal, wie der Anselm so tickt. Ich freue mich. Hey Anselm! Anselm! Felix überrascht Anselm am Flughafen. Er ist aus Hamburg spontan angereist. Willkommen. Ja, das passt schon. Für beide ist es das erste Mal in Asien. An diesem Abend genießen sie den Trubel in Bangkok. Dann geht es zurück auf die Straße. Raus aus der Millionenmetropole. Der Plan ist, gemeinsam mit dem Rad durch Thailand, Kambodscha und Laos zu fahren. Anschließend wollen sie nach Bangkok zurückkehren. Ihr erstes Ziel? Der Nationalpark Khao Yai. Berühmt für seine Regen- und Nebelwälder und für die vielen exotischen Tiere, die hier leben. Nee, ich habe noch nie in meinem Leben wilde Elefanten gesehen. Die Familie hatte ein Junges und da sind die relativ unentspannt. Es gab auch eine Szene, wo die echt noch 3 Meter von uns wegstanden und einfach nur auf uns zu rannten. Und das war der größte Schock meines Lebens. Elefanten sind die friedlichsten Tiere der Welt. Aber wenn sie ein Junges haben, dann wollen sie einfach mal zeigen, ey, ich bin 3-4 Kilo schwerer als du das bist. Geh mal aus dem Weg. Und das war super, super beängstigend, aber auch ein geiler Moment, weil man so das Leben spürt einfach. Hey, da kommt so ein Koloss auf dich zu und macht dir klar, halt Abstand. Ich bin zuversichtlich, dass auch die nächsten Tage sehr schön werden und Anselm und ich als Team harmonieren. Und dann steht ja auch schon das nächste Highlight auf der Liste, Angkor Wat in Siem Reap. Da freue ich mich drauf. Knapp 4 Monate ist Felix Stark nun schon unterwegs. In Asien hat er sich inzwischen ganz an die einheimischen Gepflogenheiten angepasst. Die ersten Meter in Kambodscha, der bisher stressigste Grenzübergang. Wahnsinnig viel Verkehr, wahnsinnig viel Bürokratie. Entschädigt werden die Reisenden mit dem Anblick der Ruinen von Angkor Wat, einer rund 1000 Jahre alten Tempelanlage. Über 2 Millionen Touristen kommen jedes Jahr hierher, um die legendären Prachtbauten zu bestaunen. Notfalls auch im Regen. Jeden Tag regnet es 10 Minuten, so wie jetzt. Ich gucke, dass ich unterstelle, sonst hat die zweite Dusche. Zwischen Mai und Oktober liefert der Monsun zuverlässig jeden Nachmittag Regen. Große Wassermassen lassen den Mekong über die Ufer treten. Weite Teile der umliegenden Regionen werden bei dem Hochwasser überflutet. Also damals war es wahnsinnig belustigend, natürlich da durchzufahren. Ne? Also teilweise bin ich mal in ein 2-Meter-Loch gefahren und ich war einfach weg. Ne? Zum Glück hatte ich gute Taschen, komplett wasserdicht, wenn nicht wäre auch das heutige Filmmaterial weg gewesen. Einfach. Ich war da echt auf einmal verschwunden von der Oberfläche, weil einfach das Wasser so tief war, dass man es nicht sehen konnte, wo man eigentlich hinfährt. Es war ein Abenteuer, aber auf einmal wird man dann nachdenklich, weil man guckt rechts und links und da steht ein kleines Kind im Wasser, winkt dir und kann einfach nicht mehr stehen, weil das Haus komplett überflutet ist, die Bambushütte. Und dann auf einmal realisiert man, die Menschen verlieren gerade alles und lächeln dir trotzdem zu, winken dir zu und bieten dir noch eine Portion Reis an. In Kambodscha erhält Felix überraschend eine Nachricht von zu Hause. Er soll sich dringend melden. Mein Opa, einer der wichtigsten Menschen für mich im Leben, ich bin mit meinen Großeltern aufgewachsen, ist völlig unerwartet plötzlich gestorben.
total am Ende. Ich war noch nie so fertig in meinem Leben. Nur am Heulen. Und dann bekommst du ganz schnell, kommst du zurück auf den Boden der Tatsachen und sagst, es gibt ja noch ein Leben zu Hause. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Trost kommt schneller, als ihr denkt. Eine gute Freundin reist an. Selima überzeugt Felix, einige Wochen mit ihr an der Pazifikküste zu verbringen. Damit trennen sich die Wege von Anselm und Felix. Guck immer so 360 Grad, ob ja kein Barracuda oder so ein Scheiß kommt, mir den Fuß abbeißt. Du musst halt so runter das Riff immer gucken. Und was, wenn da irgendwie ein Aal rauskommt? Ja, da kommt der raus. Und mir den Arm abbeißt? Da lacht sie. Wenn mir ein Barracuda ein Arm abbeißt, lacht sie. Selima war meine Rettung auf jeden Fall. Wir kannten uns vor der Reise ganz kurz. Da hat es auch gefunkt, glaube ich. Aber es war einfach klar, hey, sie wohnt in Frankfurt, ist eine aufstrebende Musikerin. Da wird es jetzt bald durch die Decke gehen. Was will ich da als bärtiger Weltreisender? Und mein Opa starb und dann hat sie gesagt, ich komme. Und dann sage ich, wie, du kommst? Und dann war sie morgens um 8 Uhr schon da, also knapp 24 Stunden später, hat sich in den Flieger gesetzt und ist rübergekommen. Und hat gesagt, wir machen jetzt gar nichts. Du stellst dein Rad hier ins Hostel und wir gehen auf Inseln in Kambodscha, Thailand und was weiß ich. Und das war meine Rettung. Ich habe mich einfach relativ schnell verliebt und sie auch. Und ich habe mich da auch gar nicht irgendwie geschämt, das in Bilder zu bepacken. Ne? Ich habe sie sehr oft gefilmt, es fand schön, sie zu filmen. Es war schön, die Momente zu teilen einfach. Und Selima ist eine Heldin, absolut. Also sie hat mich gerettet. Knapp 3 Wochen genießen sie die Zeit zu zweit. Dann muss Selima zurück nach Deutschland. Und Felix muss sich überlegen, ob er mit ihr zurückgeht oder ob er seine Reise allein fortsetzen will. Felix entscheidet sich zu bleiben. Die Tour ist eine Herausforderung, der er sich stellen will. Doch nach den Wochen mit Selima fällt ihm der Neuanfang alleine schwer. Dann bin ich einen Tag alleine wieder im Sattel gewesen und komme abends an einem Ort an mit zum Glück einem Hostel oder einem Guesthaus. Und dann merkt man einfach, hey, du bist echt ein Weichei. So, die ist jetzt gerade mal 12 Stunden weg und du bist schon wieder am Flennen. So. Boah, ich glaube, ich mag das nicht. Ich bin einfach nur der Typ, der alleine reisen kann. Ich hätte nie gedacht, dass ich zu Hause so sehr vermisse. Boah, brutal. Doch Felix fährt weiter. Er ist jetzt in Laos und kommt dem Land und den Menschen näher. Ich wollte schon immer den Hut, den ich gerade aufhab. Und eine Frau ist an mir vorbeigefahren. Ich habe sie gefragt, wo gibt's denn den Hut? Und mit Händen und Füßen haben wir uns verständigt. Und dann sagt sie, hier, Bursche, nimm den Hut, schütz deinen Kopf vor der Sonne. Felix' Reise gewinnt noch einmal an Fahrt. Je tiefer er in diese fremde Welt eintaucht, desto mehr packt ihn die Faszination. Jetzt ist es da, das Abenteuer Asien.
Ach, die Asiaten. Ist einfach ein Volk, das man lieben muss. Kulinarisch ist das eine Mundexplosion, was man da oft erlebt. Man weiß gar nicht, was man so isst. Aber es schmeckt zu 99% sehr, sehr lecker. Egal, ob das Tiere oder was auch immer sind, was die da essen. Sie machen aus allem einen Gaumenschmaus. Und dafür muss man sie lieben. Ich habe wirklich alles probiert. Über Skorpion, über irgendwelche getrocknete Früchte. Für mich war das immer eine willkommene Abwechslung. Felix entdeckt die Vielfalt der asiatischen Küche. Jedes Land und jede Region haben ihre eigenen Spezialitäten und exotischen Besonderheiten. Und das Allermeiste ist auch für einen westlichen Magen verdaulich. Ich kann immer. Scheiße. Über 6 Monate ist Felix Stark nun schon unterwegs. Es ist Heiligabend. Weihnachten in Thailand. Komisches Gefühl. Es war irgendwie befremdlich, nicht zu Hause zu sein, obwohl ich das nie gedacht hätte davor. Aber es war einfach so ein Tag, wo man immer mit der Familie verbringt. Und die habe ich vermisst. Aber man muss sagen, es war trotzdem schön. Ich war Weihnachten ja in Thailand, in Chiang Mai, mit Reisenden verbracht. Also die habe ich in Laos kennengelernt und wir haben gesagt, wir treffen uns in 14 Tagen in Chiang Mai. Es war sehr, sehr sportlich, das zu schaffen, aber ich habe es geschafft. Es ist auch gleichzeitig Halbzeit meiner Reise. Ich bin zuversichtlich, dass auch die nächsten 6 Monate sehr, sehr positiv und schön verlaufen werden. Christmas Eve, that we will not forget. Man verbrennt die schlechten Geister, die bösen Geister und schickt die guten Wünsche fürs weitere Leben in den Himmel. So, und das war natürlich eine abartige Kulisse, ne? Das war krass. Da fliegen auf einmal 100 Dinger, 100 Laternen in den Himmel. Und man denkt, ja, cool. Irgendwie ist es auch mal schön, so Weihnachten zu verbringen. Das neue Jahr beginnt mit guten Vorsätzen. In wenigen Wochen fährt Felix rund 2500 Kilometer über Bangkok und Kuala Lumpur Richtung Singapur. Ich war auf dem Weg nach Singapur so euphorisiert einfach, so euphorisch unterwegs. Singapur! Ich glaub's nicht! Geiles Gefühl, Land Nummer 13. 7 Monate. Ich kann nicht glauben, dass ich es geschafft habe. So geil! Am Zoll, am Grenzübergang, hat der nette Beamte noch gesagt, hey, du bist echt mein Held des Tages, fahr einfach immer weiter geradeaus, dann kommst du schon an die richtige Stelle. Und ich strampel dann 33er Schnitt hier mitten auf der Autobahn, aber das merkt man gar nicht, weil man dann so in einem Tunnel unterwegs ist und irgendwann Sirenen hinter mir mit einem Motorrad, mit einem Auto. Und ich denke, hey, was ist denn jetzt, was wollen die jetzt? Und dann, ja, du bist auf der Autobahn unterwegs, sage ich, ja, aber das hat mir der nette Beamte nicht gesagt. Der hat gesagt, always straight, always straight. Und ich so, klar, okay, immer geradeaus, mach ich. Wollen mich abschleppen, weil ich anscheinend auf Straßen unterwegs bin, wo ich nicht sein darf. Ich bin mal gespannt. $100 soll es kosten. Dann sollen sie mich mit dem Truck da in die Stadt bringen. Doch die Abschlepper wollen von Felix gar kein Geld. Wir lassen die $150 mal $150 sein, wir schleppen dich hier ab. So ein ADAC-Abschleppdienst kam dann und haben mich wirklich vors Hostel gebracht. Und die zwei Abschlepper habe ich dann noch auf ein Bier eingeladen. Und das war dann natürlich ja, das Willkommensgeschenk in Singapur für mich. Wieder mal ist ein Abschnitt der Reise geschafft. Hinter Singapur liegt nur noch das Meer. Die Reise geht auf die Südhalbkugel der Erde. Nach Neuseeland. Hier will noch einmal jemand Felix auf seiner Radtour begleiten. Ja, Selima kam dann nach Auckland und dann hat die Dame das echt durchgezogen. 4 Wochen lang beide Inseln durchquert, von Nord nach Süd. Ich hatte natürlich das Gepäck. Handicap auf meiner Seite, aber sie hat gut mitgehalten und die Zeit war überragend. Also das war mit Abstand die schönsten 4 Wochen meines Lebens dort in Neuseeland. Und
nach Asien wusste man dann nicht wirklich, was ist denn jetzt eigentlich, sind wir jetzt ein Paar. Und nach Neuseeland war dann einfach klar, ja, das, wir sind füreinander bestimmt oder was auch immer, lass es uns probieren. Und Neuseeland hat uns einfach nochmal enger zusammengeschweißt, kann man sagen. Felix und Selima reisen durch ein dünn besiedeltes Land. Gerade mal 4 Millionen Menschen leben hier auf einer Fläche, die ungefähr so groß ist wie Großbritannien. Jeden Tag gibt es Highlights hier. Ich gönne mir jetzt noch ein Schlammbad und bin mir sicher, das bringt die Oberschenkel auch wieder nach vorne. Hier, wo Gäste selten sind, freut man sich über unerwarteten Besuch. Was die Kiwis dort, also so nennt man die Einheimischen in Neuseeland, ja, was die für eine Gastfreundschaft an den Tag legen. Also wir wurden teilweise gezwungen anzuhalten. Die Leute sind mit ihrem Truck vor uns gefahren und haben gesagt, egal ob ihr Zeit habt oder nicht, ihr kommt mit. Dann sagen wir, wieso denn? Ja, wir wollen eure Geschichte hören. Jedes Land war gastfreundlich, aber Neuseeland war einfach Champions League. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Mit der Fähre setzen sie über zur zweiten Hauptinsel Neuseelands, auf der noch weniger Menschen leben. Über 8 Monate ist Felix Stark nun schon unterwegs. 3 Wochen wollen sie noch gemeinsam über die Insel radeln, dann soll es weiter nach Amerika gehen. Die ersten Meter auf der Südinsel, ja, Fazit, steil, grün. Der erste Defekt. Heute vor ca. 3 Kilometern eine Speiche gerissen. Ja. Ja, ich bin ja eine Technik-Laie. Wenn eine Speiche gerissen ist, war es einfach nett für mich, weil ich gewusst habe, ich muss jetzt wieder ein Rad laden, weil ich selbst schon reparieren kann und lerne da wieder neue Menschen kennen. Ich konnte meine Platten flicken, aber das war's. Ich habe immer noch 2 linke Hände. Neuseeland war mit Abstand das schönste Land der Reise. Also ich sag mal, ab Neuseeland war es einfach klar, das ist dein Traum, den du hier lebst. Heute fein gemacht, ist ja ein großer Tag für mich heute. 10.000 Kilometer werden heute passiert. Wie geil ist das denn eigentlich? Ab geht's, 10.000 Kilometer. Es gab viele Tage, an denen Felix ans Aufgeben gedacht hat. Und in den ersten Monaten war er sich selbst nicht sicher, ob er diese Marke jemals erreichen wird. Darum ist die Euphorie nun umso größer. Gerade die unsichtbare 10.000 Kilometer Marke überfahren. Geiles Gefühl, Gänsehaut am ganzen Körper. Ey. Es war einfach so ein Ausruf an alle, die nicht an mich geglaubt haben und gesagt haben, hey, du schaffst es eh nicht. Und vielleicht auch an meine Reisepartner oder an die Familie zu Hause, wo gesagt haben, in 3 Wochen ist er wieder da oder was auch immer, wollte ich einfach mal rausschreien, hey, ich hab's doch geschafft. Die letzten Tage in Neuseeland. Selima muss zurück nach Deutschland. Felix hat noch weitere 3,5 Monate vor sich.
Queenstown ist erreicht. Deshalb gibt es heute Festmahl, Butter Chicken, Konserve essen, aber sehr, sehr lecker. Ja, ich bin zuversichtlich, dass auch die Zeit in Amerika schön und erlebnisreich wird. Und ja, also ab in den Flieger und nach Los Angeles. Von Neuseeland geht es im Flieger quer über den Pazifik an die Westküste der USA. Der Plan? Über 2000 Kilometer quer durch Kalifornien, immer Richtung Norden, bis nach Seattle. Die ersten Meter in Amerika. Bin jetzt aus Los Angeles raus, über Beverly Hills und Santa Monica und jetzt immer an der Küste entlang. Die California State Route 1 ist eine der legendären Straßen der USA. Ja, der Highway 1 am Pazifik entlang ist eine Traumstrecke mit dem Auto, glaube ich. Ich war leider auch in die falsche Himmelsrichtung unterwegs. Also eigentlich fährt man als Radreisender von Norden nach Süden, weil dann hat man Rückenwind. Aber ich habe einfach gesagt, der Flug ist billiger nach Los Angeles. Ich fliege nach Los Angeles, fahre hoch, wird schon nicht so schlimm sein. Es war aber schlimm. Scheiß Wind, ey. Man kann doch nicht 15.000 Kilometer gegen den Kopf. Jeden Tag gegen den Kopf. Jeden Tag. Nach 10 Tagen gegen Wind ist San Francisco erreicht. Die Tour ist wieder härter geworden. Es gibt nicht mehr so viel Kontakt zu den Menschen. Und er hat auch keine Begleitung mehr an seiner Seite. Ich bin jetzt ein bisschen mehr als 9 Monate unterwegs. Und es gibt einfach so Tage, da hat man einfach keinen Bock mehr. Es regnet seit 3 Tagen ununterbrochen. Bin auf einer relativ verkehrsreichen Straße unterwegs. Macht einfach keinen Spaß. Und dann wollen die Beine auch nicht mehr. Die sagen dann, ey Felix, warum machen wir den Scheiß denn eigentlich hier? Durchzuziehen war krass. Da war eine Menge Ehrgeiz nötig, den ich nie wirklich hatte, aber auf der Reise dann entwickelt habe. Ich glaube, das Schwerste für mich war einfach die Einsamkeit, damit klarzukommen, wirklich zu sich selbst zu finden. Das hört sich immer so spirituell an und ich bin wirklich gar kein spiritueller Mensch. Aber es ist einfach so, man lernt da Seiten von sich kennen, die kennt man gar nicht. Und es war schön, es war hart, aber es macht einen zu dem, was man eigentlich jetzt dann ist. Von der West- an die Ostküste. Felix Stark hat sich Strecken ausgesucht, die besonders attraktiv sind. Er will die Welt sehen. Das Radfahren steht bei ihm nicht an erster Stelle und er hat wirkliches Anfängerglück. Außer ein paar platter Reifen erlebt er keine größeren Katastrophen. Von Florida geht es weiter Richtung Norden, entlang der Atlantikküste. Ja, ich hatte nur einen Donut zum Frühstück. Ja, ich habe jetzt in knapp 3 Stunden schon an die 60 Kilometer gefahren. Da reicht ein Donut einfach nicht. Und deshalb gibt es heute mein Spezialfrühstück. Geil. Im Laufe der Monate ist Felix immer schneller geworden. 900 Kilometer in einer Woche. Von Miami nach Georgia. 180 Kilometer heute. Ich erinnere mich noch an den ersten Tag. Habe ich gerade noch 30 geschafft. Verrückt. Also es war mir auch immer ganz wichtig, nett zu trainieren. Also es gibt ja genug Radfreaks da draußen, die konnten es auch gar nicht verstehen, dass sich so ein junger 24-jähriger Bursche auf den Weg macht und einfach mal losfährt. Ich war dann, wie gesagt, am ersten Tag, glaube ich, nach 28 Kilometern super platt. Also Muskelkater am ganzen Körper, die Beine wollten einfach nicht mehr weitermachen. Es war schön zu spüren, wie sich der Körper täglich an die Leistung einfach anpasst, an die Belastung anpasst. 11 Monate nach der Abfahrt von zu Hause. Ankunft in New York. Kapitel Amerika beendet. Der Countdown läuft. Ab nach Oslo jetzt morgen und ja, dann sind es wirklich nur noch 4 Wochen und gemischte Gefühle. Aber jetzt erstmal genießen, nochmal ein bisschen die Stadt anschauen. Ein letzter Sprung übers Meer
nach Norwegen. Genau 365 Tage will Felix unterwegs gewesen sein. Jetzt muss er seine letzte Route so legen, dass er pünktlich zu Hause ankommt. Ich habe Lust gehabt, Skandinavien mal zu sehen. Ich habe viele, viele Skandinavier auf der Reise getroffen. Und es waren mit Abstand immer die coolsten Menschen, die ich kennenlernen durfte. Und habe ich gesagt, ich fahre einfach da von oben von Skandinavien runter. Der Endspurt. Knapp 17.000 Kilometer hat er hinter sich. Über Holland und Belgien geht's nach Hause. Fast hat er es geschafft. Norwegen, Schweden, Dänemark, Holland, alles flach. Und dann kommst du hier durch die Eifel und denkst, du hast deine ganze Kondition verloren. Boah, ich kann immer sausteil. Skipisten soll es ja geben. Mann, Mann, Mann. Als ich da so sitze und wirklich die letzten Kilometer runter rock, da hast du wirklich wie in so einem schlechten Film, siehst du dann das alles an dir vorbeiziehen. Hey, der erste Tag, der zweite, die erste Woche. Und dann passieren Sachen in deinem Körper, in deinem Kopf, die kennt man gar nicht. Das ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Gar kein Stress auf den letzten Metern. Alles wieder gewohnt hier. Man kennt sich aus. Das ist das geilste Gefühl, das ich in meinem Leben gehabt habe. Wahnsinn, noch 20 Kilometer, ich drehe durch. Was ein Jahr, 18.000 Kilometer, 22 Länder, 365 Tage. Es geht vorbei, es ist verrückt, es ist verrückt. Jetzt muss ich noch eine Sache erledigen, die mir wahrscheinlich echt schwerfallen wird, um mit der Reise abzuschließen. Und das ist meinem Opa zu sagen. Vor 8 Monaten ist der Großvater gestorben. Erst jetzt kann Felix Abschied nehmen. Ich dachte, es fällt mir schwerer. Aber es ist einfach ein innerer Frieden gerade. Tut gut und jetzt kann ich auch guten Gemütes Familie und Freunde besuchen. Hab dich lieb, Opa. Ankunft im rheinland-pfälzischen Herxheim. Hier wird Felix von Eltern, Verwandten und Freunden empfangen. Auch Freundin Selima ist gekommen. Ein Jahr war Felix stark unterwegs. 22 Länder hat er bereist, 18.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Was hat das mit ihm gemacht? Ich kann nur drauf hören, was die Menschen in meinem Umfeld sagen. Also, die sagen, ich habe mich verändert, ich bin zufriedener, ich bin glücklicher als zuvor und das ist ja was Schönes. Also klar sind die Momente wahnsinnig prägend, die man auf so einer Reise erlebt. Die Armut in Laos, Kambodscha ist allgegenwärtig. Und dann ist ein ganz logischer Schluss, dass man selbst einfach zufrieden wird mit dem, was man hat und einfach mal den Moment genießt.